Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinkum. Wir haben in der letzten Folge unser Haus ja vergrößert. Nee, ich wollte mich nicht hinsetzen, ich wollte es aufheben. Ah, okay. So, den stellen wir mal einfach weiter in die... an die Wand. Das Bett auch. So, vielleicht kriegen wir auch noch mal ein vernünftiges Bett. Oh, hi, John. Steht er hier gleich bei mir vor der Tür? Oh, guck mal, wir haben eine Hecke. Ist das süß. Oh. Oh. Hä, haben wir Besuch? Oh, wir haben Besuch. Wer ist denn da? Ein schwarzes Zelt. Hi. Theodor. Museum. Oh mein Gott, das wäre doch cool. Okay. Cool. Dann müssen wir mal eben schnell zu Fletch. Ja, Museum wäre natürlich richtig geil. Können wir dann unsere ganzen Tiere, die wir immer fangen, können wir dann dahin bringen? So. Oh! Ah! Oh mein Gott! Ein Gästehaus! Oh mein Gott, jetzt haben wir so viele. Ein Museum, ein Hausdiet. Oha, und was kostet das dann? Das ist halt die Frage, ne? Dieses Bulletin Board, das hätte ich sonst eigentlich auch gern. Für Post und allen drum und dran. Museum wäre natürlich auch cool. Und dieses wäre dann halt nur, wenn wir Besuch bekommen, ne? Wir machen mal... Ich weiß nicht, das Bulletin Board, das kann ja eigentlich nicht so teuer sein, oder? 10.000, okay. Museum, oh, 125.000. Und diese Häuser kosten auch 95.000. Das ist viel. Aber ich glaube, 10.000... Obwohl, eigentlich würde ich eher... Wir machen erst das Museum. 125.000. Okay. Mensch, du brabbel doch schneller. Okay. So, dann hier einmal raus. Dann gehen wir noch mal eben ganz kurz hier reingucken. Okay. Oh, 750 gibt es dafür. Das ist ja viel. Das ist ja echt viel. Können wir... Oh, wo stellen wir denn das Museum am besten hin? Keine Ahnung. Eigentlich wäre das gar nicht hier oben verkehrt, ne? Ich würde das schon gerne hier oben irgendwie raufstellen. Wartet mal. Oh, hier oben ist ein Hund. Eigentlich... Ja.
Nee. Ich will ja, dass nachher kommen, kriegen wir ja auch noch so eine Gärtnerin. Die würde ich dann natürlich auch gerne dahinsetzen. Deswegen ist so ein Museum gar nicht so. Könnten wir eigentlich hier irgendwo hinstellen? So. Wie groß ist denn das? So, da stellen wir das da hin. Da brauchen wir wahrscheinlich einen ganzen Haufen Items. Gar nicht so. Ah, Zement, okay. Oh, auf jeden Fall Zement 10, Palmwood 5 und Gumwood 15. Und Nägel. Also Zement müssen wir auf jeden Fall 10 Stück machen. Palm 5 und Gumwood 15. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt schon so viele Steine haben. Ich glaube nämlich nicht. Oh nein, was ist jetzt passiert? Termitennest. Nö, wir haben gar keine Steine. Nur ein Sack Zement. Okay, das heißt, wir düsen jetzt erstmal gleich los und besorgen ein paar Steine, damit wir. Hä, gibt es nur einen Stein dann? Das ist ja nicht viel. Damit wir die Sachen da reinpacken können, damit das Museum dann hierher kommt. Gar keine Musik heute hier. Na, wie kommt das? Okay, so, jetzt müssen wir davon genügend haben. Aber wir haben noch nicht genügend. Das ist Gumwood. Und Palmwood brauchen wir auch. Haben wir aber, glaube ich. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Oder ist noch was in den Kisten drin? Da müssen wir mal kurz gucken. Schauen wir mal. Doch, da haben wir noch was. Aber erstmal machen wir mal eben den Stein. Hatten wir gesagt, 10 Stück. Und wir brauchen auf jeden Fall Nägel. Dafür brauchen wir eigentlich noch eine Eisen da. Moment. So, einmal Nägel noch. Bei Nägel. Ach, ich glaube, es reicht trotzdem. Ich muss noch einen. Meine irgendwie 16 Nägel oder so brauchten wir auf jeden Fall. Und na, gib doch her. Ah, jetzt. Stell dich mal da so. Jetzt haben wir es. Wie viele Säcke haben wir denn jetzt? 4 haben wir jetzt. Und einen hatten wir doch noch in der Kiste. Können wir den da doch schon mal rausholen? Nägel haben wir genügend jetzt. Hier sind auch noch irgendwie Bretter.
Haben wir da Palmwood? Da haben wir noch Palmwood. Ich glaube, Palmwood hatten wir, brauchten wir 5. Geh darauf. So. Reicht aber, glaube ich, noch nicht ganz. Ach, jetzt haben wir 55. Ich glaube, das dunkle Holz war, glaube ich, 15. Und wir haben jetzt 9 Säcke, einen noch. Dann sollten wir eigentlich genügend haben. Oh, ich habe schon Hals. So. Ja, wir wollen. Genau, da brauchten wir 5. Die brauchten wir das. Dann brauchen wir jetzt nur noch. Da habe ich jetzt die anderen Hölzer da nicht reingepackt. Nee. Wir brauchen jetzt noch 10 Gumwood. Das ist Palmwood. Das brauchen wir nicht. Sondern das. Und zwar 10 Stück. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Nein, oh. Oh nee, das war zu viel. Egal. Können wir eine Kiste packen, das ist ja nicht so schlimm. So. Okay. Dann haben wir das fertig. Den Rest bringen wir jetzt alles nochmal wieder in die Kiste. Ich würde jetzt hier aber auch ein bisschen die Erde abtragen. So, das, 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 das und das. Das andere muss in die andere Kiste. Das machen wir gleich. Eigentlich könnten wir noch ein bisschen Stein sammeln gehen, einfach weil wir, beziehungsweise ich ja noch ein bisschen mehr Weg bauen würde. Gumwood, Palmwood, Hardwood. Ja, Hardwood sind wir immer ja noch nicht weiter mit, Mensch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Es ist ein bisschen doof. Ich weiß halt nicht, ab wann wir die. Ab wann wir die machen können, ne? Können ja noch ein paar Mangroven-Sticks abhacken. So. Ja. Haben wir natürlich keine Energie mehr. Jetzt müssen wir erst wieder was essen. Hatten wir noch irgendwas Gebratenes? Nee, das ist roh. Das heißt aber, wir müssten eigentlich auch noch mal wieder ein bisschen Fleisch farmen gehen. So. Damit wir immer was ein bisschen im, also damit wir immer ein bisschen was im Inventar haben.
So. Dann können wir das essen. Machen wir es dann da. Und dann können wir das andere Fleisch dann nochmal eben reinschmeißen. Gut. Brauche auch mal ein bisschen länger. Und dann können wir noch mal eben ganz kurz in das Besucherzelt und gucken, ob wir für den auch noch irgendwie eine Aufgabe erledigen können oder so. Ich weiß gar nicht, wie hieß er noch? Thomas? Gott, was dauert das denn so lange? So. Weiß ja nicht, ob wir ihm selber auch schon welche bringen können. Theodor hieß er. Können wir hier etwas anklicken? Nee. Aber wir könnten eben die Fliege und so bringen, ne? Hier. Den Fisch. Komm, wir bringen ihm einen Fisch. Einen großen Fisch. Und das weiß ich nicht, ob ich den Fisch so finden kann. Kann ich ihm das nicht verkaufen? A donation, genau. Hier, den und die Fliege. Das ist fast wie in Animal Crossing, ne? Oh, damit können wir Punkte sammeln. Das ist doch cool. So, was wollte er jetzt? Er wollte einen Brassen, ne? Fluss. Oh, ich wollte auch einen Fluss brassen. Oder irgendwie sowas. Mal eben gucken, ob wir das hinkriegen. Wo habe ich denn meine Angel? So. Schauen wir mal. Ist ja auch nicht, wie die aussehen, ne? Guck mal, hier sind doch so diese kleinen Dicken. Könnte doch ein Brassen sein. Nee, ein Karpfen. Oh no, es ist ein Karpfen, es ist kein Brassen. Wir brauchen einen Brassen, keinen Karpfen. Der Hund sitzt immer noch. So, was bist du? Oh shit, das war verkehrt. Hier, beiß noch mal. Ich hasse Angeln, wirklich. Ich finde Angeln ganz fürchterlich. Jetzt beißt der natürlich nicht wieder an, ne? Blödes Vieh. Mann! So, jetzt aber. Nee, das ist auch wieder so ein Catfish. Auch so ein Flussbarsch. Oder Flussbrassen. Oh, hier liegt ein Stück Fleisch. So. Hier ist aber nichts. Oh, ein Käfer. Wo ist mein... Da. Ha, können wir nämlich gleich für Theodor mitnehmen. Fürs Museum. Das sieht auch wieder so nach diesen Karpfen aus, der Fisch.
Da hinten ist noch. Aber der sieht auch so. Guck mal, da sind kleine Fische. So. Nee, das auch nicht. Ach, Menno. Jungle Perch. Drüben sind noch welche. So, beiß an und sei der richtige Fisch. Shit. Auch nicht. Die sehen ja aber auch alle gleich aus. Woher soll ich denn wissen, welcher Fisch welcher ist? So, guck mal, hier sind noch wieder. Yay, wir haben den richtigen Fisch. Oh mein Gott. Wir haben den richtigen Fisch. So, hier gibt es auch wieder Erfolgspunkte. Da auch. Da auch. Mein Gott. Nee, da nicht. Aber da haben wir echt schon viel abgeschlossen. So, dann jetzt schnell wieder nach Haus. Dann können wir eben schnell zu Theodor. Können wir ihm die Aufgabe bringen, wollte ich gerade sagen. Den Fisch bringen für die Aufgabe. Hallo Theodor, ah, der rennt hier draußen. Oh, Entschuldigung, wir haben ihn erschrocken, oh je. Oh, das gab ein paar Dollar wieder. Ja. Können wir die aber da nicht abbauen, weil dafür brauchen wir erst wieder die verbesserte Hacke. Oder? Ja. Schade, schade. Aber wir könnten hier schon mal anfangen, so ein bisschen das wegzumachen. So, dann können wir die mal eben dahin fahren. Nün. Und so, einmal dahin stellen. Und dann können wir nämlich anfangen, hier vor dem Museum das wegzufahren. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das hinfahren. Zumindest hier vorne direkt vor der Tür von dem Museum, dass wir das schon mal wegmachen. Oh, halt, das war ein zu viel. Den wollte ich nicht. Ach man. Den wollen wir. So. Also ein paar Schaufeln passen in die Schubkarre auch rein. Das ist ganz schön so. Aber wir müssen die auch gleich. Ach ja, siehst du? Jetzt haben wir ein zu viel. So, wo fahren wir denn das jetzt am besten hin? Bin ich gerade am überlegen. Am besten da hinten irgendwo. Da, wo wir sowieso nicht, wahrscheinlich nicht weiterbauen. Guck mal, hier zum Beispiel können wir das hinfahren. So. Das ist echt eine geile Sache mit der Schubkarre. Das ist richtig cool. Das ist richtig schön.
So. Das denn gerade? Ach shit, da sollte der eigentlich nicht hin. Egal. Nein, da drinnen lassen. Ach, die ist schon lange leer. Oh mein Gott. Die Schubkarre ist schon lange leer und ich schaufel und schaufel. So. Können wir die da wieder zurückfahren? Weiß nicht, man konnte auch irgendwie schon das eigene Haus, das Aussehen verändern. Da weiß ich aber nicht mehr genau, wie das ging. So, die stellen wir jetzt hier erstmal hin. Wir gehen mal eben zum Haus. Wir haben ja einen Briefkasten hier. Huch. Aber da ist aber auch nichts. Boah, wir haben so richtig, richtig viele Punkte jetzt wieder gesammelt, ne? Aber ich glaube, oh, Entschuldigung. Ich glaube, wir brauchen momentan gar keine Punkte. So, aber was schon mal ganz gut ist, dass wir fürs Museum die Baulizenz haben. Und das Material da schon drin haben, weil. Dann fangen die morgen an zu bauen und dann haben wir hoffentlich übermorgen dann das Museum. Dann können wir dann alles, was wir dann jetzt hier immer so fangen, was wir noch nicht dann im Museum drin hatten, können wir da dann reinbringen. Dafür gibt es dann diese Lizenzpunkte. Ja, aber ihr Lieben, damit würde ich sagen, legen wir uns schlafen, gucken uns mal eben an, was wir so geschafft haben an. An Level. Oh, Mining Level. Oh, fast. Fast, fast, fast. Da fehlt noch so ein bisschen. Also Mining haben wir jetzt Level 9, da brauchen wir noch ein bisschen. Und Foraging Level 8, da fehlt uns dann anderthalb Level noch. Okay. Ja, dann würde ich das nämlich dann. Entweder mache ich das immer off, wenn ich das schaffe. Oder wir machen das beim nächsten Mal weiter und hoffen, dass dann auch das Museum da ist. Ihr Lieben, damit würde ich mich dann für heute verabschieden, bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.